und machen heute ein Video und morgen fahren wir wieder. Also wir machen, eigentlich wollen wir Urlaub machen, aber wenn wir unterwegs sind, dann nehmen wir immer den Fummel mit und dann können wir gleich so ein bisschen in der Freizeit auch einfach die Sau rauslassen, nicht? Ja, wunderbar. Hast du Kinder? Wie lange hast du Kinder? Oh, das geht schnell. Ja. Wenn sie wohl checken, geht schnell. Wenn das ein Zappel, dann müssen wir nachlegen. Ich zappel doch mal. Ich zappel doch nicht. Doch, ich zappel. Nee, ich zappel nicht. Was heißt denn Zappeln? Zappeln. Zappeln bewegen. Zappelfeline. Genau. So, magst du dich einmal hinlegen? Ja. Aber ich will einmal deine Nase desinfizieren. Danach bitte nicht mit der Nase, mit der Hand oder irgendwie berühren. Welche Seite? Da. Die rechte Seite, gut. Du willst später mal einen Ring tragen, nehme ich an. Ich gehe davon aus, also ich fände nicht so weit oben eigentlich, also ich würde eher erst gerne mal gucken, wo das hinknallen würde. Genau, genau. Ich mich damit also wir machen das dann immer so auf ungefähr 8 mm Höhe, weil dann kannst du später beides tragen. Dann bist du nicht so eingeschränkt. Weißt du eigentlich, wie sexy Norddeutsch ist? Also dieses Hamburgerisch? Hast du gesagt, wie deren? Meinst du das wirklich? Oh, deren, oh. Was würde heißen, ich bin ein junges Mädchen? Ich bin ein junge deren, ne? Ich bin junge deren. So. Oh, der ist geil, der Megan auch. So. Kann ich mal gucken? Ja, sicher. So, jetzt gucke ich mal, ob das auch. Was sagst du, Alde? Ich darf doch nicht rein. So. Das ist gute Position. Warte mal. Ja, würde ich sagen, ja. Ja? Ich würde auf jeden Fall nicht weiter nach hinten, aber es macht sich die Nase da so lang. Ja, okay, geil, ne? Ja, geil. Meine Milan macht es wahrscheinlich mindestens einmal die Woche. Oder so, ja. Dann weiß worum es geht. So, okay, Milan, jetzt gibt mir alles. Ja, mach ich mal. Ich bin jung, der oder irgendwas. Ganz genau. So. Nimmst du auch auf, Weinhaus? Ja. Ja, nimmst du auf. Ne? Da wird hier schön im 90-Grad-Winkel durch, zack. Ne? Das war quasi schon der Durchpieks. Das war's schon? Das war schon der Pieks, genau. Also ich habe das schon mal gemacht. Tut's weh, Weinhaus? Ein bisschen. Ja, die Augen können gleich ein bisschen tränen, ist völlig normal, ne? Läuft zum Glück die Schminke. Genau, zack. Ah, so, und dann ist das Ding eigentlich schon durch, ne? So, ich korrigiere noch einmal von innen drin, dass er ein bisschen vernünftig liegt hier, ne? Zack. Ah, Milan. So, und für das junge Dirn, damit sie nicht die Schminke verwischt. Oh Gott, das ist ein Mann von Format. Und blutet das Weinhaus? Ein bisschen. Oh, sehe ich süß aus damit, oder? Ja. Oh. Danke, Milan. So, jetzt habe ich einfach einen neuen Stil. Oder? Süß, oder? Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, die Weinhaus wird jetzt was anmoderieren. Nochmal, warte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, die Weinhaus wird jetzt was anmoderieren. Und bitte. Warte mal, darf ich das? Warte mal. Ich finde, deine Zähne sind süß. Jetzt moderiere an. Ach so. Wir müssen zu einer Apothecary. Wir müssen eine Apotheke finden. Ich brauche nämlich Schmerzmittel, weil ich mir gerade die Nase habe. Posen lassen, deswegen suchen wir eine Apothecary. Das ist neben Getränke Rosmange und Desmange und Mercedes-Benz das nächste, was wir etablieren müssen, nämlich Apothecary. Es ist aber gar nicht französisch. Nee, but it's English. It's birds twittering around in the bushes. Hallo, Apothecary. So. Hi. Du sag mal, Weinhaus, ja. Hast du da einen Hund? Ja, der heißt Adonis. Adonis, hallo. Oh, guck mal, jetzt ist er interessiert. Und ängstlich. Und das ist ein Zwerg, eine zwergfranzösische Bulldogge. Ja, so eine Art. Genau. Darf ich dich auch filmen? Ja, klar. Ja, hallo. Hi. Ich hab deinen Namen schon wieder vergessen. Sarah, tut mir leid. Sarah ist Fahrlehrerin. Genau. Ist Fahrlehrerin und du hast jetzt Feierabend. Ich hab jetzt Feierabend. Okay, du musst also keine Schüler mehr hinter. Nee, heute zum Glück nicht mehr. Das okay. War heute auch ein bisschen viel. Und Schüler du gehst eh mit Scheiße, Adonis ja. Jetzt spazieren, der muss noch kacken bestimmt. Bestimmt, ja. Musst du noch keckern? Ja, muss noch keckern. Oh, war der so klein? Oh, der ist süß, der Kleine. Ach Gott, ich könnte alle Hunde auffressen, weil die so süß sind. Oh Gott, guck mal. Ja, bist du süß. So, Sarah, wir wollen dich nicht weiter aufhalten. Was habt ihr denn heute noch so vor? Wir gehen auf den Kiez jetzt noch, haben wir uns gedacht. Ja, ist auch wieder zu. Ja. Wir haben wieder ein bisschen was offen. Hoffentlich, ja, hoffentlich. Ja, doch, wir haben ja gesagt, durch diese 2G-Regelung ist wieder ein bisschen offen. Jetzt sind die Uhrzeit.
Wir wollen einfach ein bisschen auf die Straße lang laufen und uns schön, schön sein. Wir würden uns immer bestimmt schön verzurück. Ja. Überhaupt nicht, gar nicht. Seid ihr voll der Gott. Das stimmt. Sarah, alles Gute für dich. Tschüss. Tschüss. So, jetzt hol ich meine Karre. Ja. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Frisch gepierst und mega verhundet sind wir jetzt im Uber. Wir fahren jetzt auf den Kiez. Ja, ich freue mich. Auf die Reeperbahn, weil ich möchte ein bisschen flanieren. Und Weihnachts, ich möchte gerne auch ein Sektchen trinken. Ja, da bin ich dabei. Ja, und du musst auf jeden Fall aufs Klo, ne? Apothecary. Ah, Apothecary? Ja. Okay. Und dann möchte ich gerne Sekt trinken. Machen wir. Musst du aufs Klo, Weihnachts? Ja, ich muss noch Pipi. Musst du Pipi? Ja. Muss ich da mitkommen? Ja. Ja, muss mitkommen. Okay, verstehe. Du kannst auch draußen stehen bleiben. Nee, ich komme mit. Ich bin sehr gerne. Du bist gerne. Eine große, freie Frau. I'm a free bitch, baby. So, wir sind jetzt auf der Reeperbahn, Weihnachts. Wo gehen wir hin? Wir gehen in den Goldenen Handschuh. Das ist da drüben eine Kneipe. Hat der schon auf? Neben dem Elbschlosskeller oder so. Da gab es in den 70ern oder 80ern so einen Serienkiller hier in Hamburg. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ja. Der hat aber da immer seine Opfer abgeschleppt. Und da gibt es auch einen tollen Film drüber, der heißt Der Goldene Handschuh. Der legt die Geschichte dieses Herrn da sehr sehenswert in Netflix drin. Gut, da gehen wir jetzt hin. Danke für diese sehr, sehr ausführliche Expertise, Weinhaus. Ja. Ja, gerne. Aha. Ich auch. Oh. Warte, wie geht denn das jetzt hier? Na, weiß ich nicht genau. Meinst du? Jetzt wisst ihr, wohin kriegen. Jetzt aber krieg ich doch nicht beide drauf. Was du machst? Doch, naja, warte mal, komm hier. Süß. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Kleine Süßmann. Wir wollen zur alten Liebe, könnt ihr uns helfen? Wir kommen aus Berlin. Ja, es tut mir leid. Aber deine Haarspange ist schön. Wenn Sie mal in der Bar fragen, dann können Sie ihm bestimmt helfen. Meine Haare auch. Deine Haarspange ist schön. Und meine Haare auch wieder. Hast du Krebs gehabt? Ja? Alles Gute für dich. So, da ist der Goldene Handschuh. In der Haifischbar oder in der Bermuda-Bar moderiert, die ist genau da. Und jetzt gehen wir mal im Goldenen Handschuh aufs Klo. Ja. Was denn ist? So, wir gehen jetzt im Goldenen Handschuh. Da. Geil. So, Weinhaus. Ja. Ist an? Ja, ist an. Wir suchen jetzt was? Wir suchen eine Apothecary. Ja, ja, eine Bar. Und eine Bar? Hallo, guten Morgen. Alles klar. Guten Morgen. Also ich komme hier vor wie auf der Kurfürstenstraße. Ich fühle mich richtig heimisch. Ah ja, danke. Warum wechselst du dich? Warum wechselst du dich? Ich glaube, da drüben ist die Gudrun-Apotheke. Die Gudrun-Apotheke? It's in a Apothecary. Ja. Hallo. Und er hat gerade gespuckt. Also der hat nicht gespuckt wegen uns, unseretwegen, sondern weil der halt generell immer macht. Puh, puh, puh. Ja, ich glaube auch. Das ist so, wie wenn wir immer da auch machen. So, kannst du mal irgendwo in einer Apotheke Ausschau halten? Ja. So rechts. Apotheke. Das ist die Apotheke. Pauli-Theater? Nee, weil da ist nämlich heute Abend, ist heute 30 Jahre... Wunderbar ist heute. Nein, 30 Jahre Schmitz-Theater, Tivoli. Ist heute, haben wir gerade erfahren. Hörst du bitte? Mhm. Aber wo ist denn hier wohl eine Apothecary? Ach, Weinhaus. Jetzt nur, weil die sich hat piercen lassen, muss sie jetzt unbedingt in eine Apotheke, damit sie ihre Schmerzmittel bekommen. Ich habe halt auch keine Brille an, ne? Ist der geil? Doch, der ist geil, oder? Ja, der hat einen geilen Arsch. Du siehst den Arsch doch gar nicht. Die Form des Gesäßes unterhalb der Kleidung ist abschätzbar und es ist großartig. Du kannst aber nicht sagen, dass der Arsch nicht geil ist. Ich sehe den Arsch nicht. Du bist halt auch saudumm und blind.
keine Lust mehr. Ich will die Apotheke filmen. Ich möchte auch nicht mehr filmen. Das war die aktuelle Ausgabe von Draußen mit Jurassica Parker und Jacqueline O'Brien. Also weil ehrlich, wir haben halt auch Urlaub, fällt mir gerade auf. Genau. Und wir haben uns natürlich für euch aufgefummelt, aber auch ein bisschen für uns natürlich, weil wir es wahnsinnig stark lieben. Aber wir, vielleicht machen wir jetzt schon eine Abmoderation. Da vorne ist die Apothecary. Machen wir jetzt schon eine Abmoderation, ja, falls wir keinen Bock mehr haben, weiterzufilmen. Genau. Ja. Ich freue mich von Herzen, dass ihr erneut dabei wart, mit uns zu erleben, wie wir Hamburg erleben. Ja, und ich habe das ganz stark erlebt. Da ist eine Apothecary, ja. Und der folgt uns auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Und wie war es mit dem Poloch? Und ich wünsche euch noch ein schönes Poloch. Bis dann. Bye. Sharing is caring.